Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair in den Kommentaren. Und ja, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Morgen gibt es noch eine weitere Testspielreihe und alles andere schauen wir dann später. Bei RB Leipzig läuft es aktuell in der Testspielphase noch nicht so ganz rund. Heute gegen Galatasaray Istanbul. Am Freitagabend sollte es dann besser laufen. Und die Roten Bullen starteten hier von Beginn an offensiv und gut in die Partie. Das ist Timo Werner, der die Übersicht hat in der Mitte. Bitztrup sieht Sabitzer mit ihm im Zusammenspiel. Paulsen dann kommt nicht an den Ball. Die erste Szene dann entschärft. Nun wurde Galatasaray besser und kam dann auch nach einer halben Stunde zu einer richtig guten Möglichkeit über die linke Seite. Schöne Flanke, Ilsanker erstmal dazwischen, aber die Türken blieben dran. Nochmal rausgelegt von Nagatomo zu Fegoli und Dian mit der besten Chance des ersten Durchgangs. Netter Kopfball, aber Gulaschis Tor bleibt davon knapp unberührt. Nach 45 Minuten stand es da 0:0, das war auch so verdient. Im Großen und Ganzen einige wenige Torchancen dabei, aber nichts wirklich Herausragendes. Nun aber Leipzig wie zu Beginn der ersten Halbzeit mit dem Willen nach vorne zu spielen. Marcel Sabitzer, wieder Bitztrup und Emil Forsberg im Zusammenspiel. Kevin Campbell nicht im Abseits und jetzt auch mal eine richtig gute Chance. Das hätte es dann schon sein können. Unten wird das Abseits aufgehoben und dementsprechend hätte der Treffer gezählt. Und Galatasaray mittlerweile etwas überfordert mit dem guten Offensiv- und Umschaltspiel der Leipziger. Kevin Campbell wieder nimmt sich dann den Abschluss, hätte vielleicht auch nochmal rauslegen können. Aber zumindest kamen jetzt mal Abschlüsse zustande. Das konnte man durchaus positiv hervorheben. Von Istanbul bis in die Schlussphase kaum etwas zu sehen und dann wurde schon im Hintergrund die Nachspielzeit angesagt und dann Selçuk Inan mit diesem Ball, der in der Mitte den Ball wiederbekommt und den Lucky Punch setzt in der 90. Minute und das war's dann am Ende auch. Absolut unglücklich für RB Leipzig, die hier über weite Strecken, vor allem im zweiten Durchgang, die bessere Mannschaft waren, müssen sich dann spät mit 0:1 geschlagen geben. Man sah beim Spiel des FC Schalke 04 gegen Wattenscheid 09 noch, dass sich die Königsblauen erstmal finden müssen. Jetzt gegen Norwich City, den Aufsteiger in die Premier League, von Daniel Farke, einem Deutschen, trainiert. Und daher auch viele bekannte Gesichter, die mal in der ersten oder zweiten Bundesliga gekickt haben, in den gelben Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang. Und dann wurde es durch McLean mal gefährlich. Und der FC Schalke 04 war erstmal darauf fokussiert, in der Defensive gut zu stehen und dementsprechend kamen meistens nur Distanzschüsse zustande. Und nun auch ein Angriff des FC Schalke 04. Weiter Ball von Kenny zu Matondo, der leitet weiter zu Ahmed Kutucu. Und der nimmt den Ball richtig stark mit dem rechten Außenrist. Und relativ knapp geht der dann am Kasten von, ganz genau, Ralf Fährmann vorbei. Aber nun nochmal Norwich City vom Seitenwechsel über die linke Seite. Und Hernandez, der hämmert drauf, hat eine super Schusstechnik. Und in der 42. Spielminute machte er das 1:0 für die Canaries. Fantastisch legt er im rechten Eck ein. Trotzdem, die Schalker-Fans waren durchaus zufrieden, aber man würde dann gerne auch in die Testspielphase mal einen Sieg verstreuen können. Im zweiten Durchgang dann diese Freistoßposition für Rudi, eigentlich nicht schlecht. Sogar fast perfekt und den visiert er auch gar nicht so schlecht an. Geht dann aber knapp über den rechten Torgiebel hinweg. Doch Schalke wurde nun stärker im zweiten Abschnitt und Norwich City zog sich etwas zurück. Amine Harit kann da relativ leicht durchs Mittelfeld spazieren, legt rüber zu Kutucu und dann auch Ralf Fährmann, der sich auszeichnen kann mit einer Parade. Muss er natürlich auch haben, hat er auch.
und somit weiterhin der Rückstand für Schalke im Stadion der Sportfreunde Lotte im Frimo-Stadion. Noch einmal Schalke jetzt in der 90. Minute. Sebastian Rudi kommt erst nicht durch, aber Schalke bleibt dran. Benito Rahman zu Amine Harit, Rudi zu Benito Rahman und dann doch noch der Ausgleich. 90. Spielminute. Zumindest die Niederlage konnte noch abgewendet werden. Super Schuss und Ralf Fährmann war geschlagen. Zumindest dann doch ein versöhnliches Wiedersehen am Ende für den FC Schalke 04. Aber in der nächsten Testpartie würde man dann noch gerne auch mal gewinnen. Der BVB konnte siegreich von dannen ziehen gegen Seattle Sounders und damit die Testspielreihe gegen internationale Spitzenclubs erstmal positiv beginnen. Aber da ist Liverpool ein ganz anderes Kaliber nochmal als Seattle. Und so mussten sie in der 8. Minute die kalte Dusche hinnehmen. Durch Roberto Firmino schießt er durch Roman Bürki durch. Der bekommt den Ball eben unterm Körper lang geschossen. Doch der BVB hielt sich nicht lange mit Trauern auf und kam dann auch zur ersten richtig guten Chance. Paco Alcácer haut drauf und Alisson Becker mit den Fingerspitzen wehrt er den noch an die Querlatte ab. Die Schwarz-Gelben aber wirklich jetzt mit einem guten Spiel nach vorne. Piszczek zu Reus mit dem genialen Auge weitergeleitet und nach 22 Spielminuten stand es dann verdientermaßen wieder Remis. Alisson Becker wird da keine Chance gelassen. Nun aber wieder die Reds über Roberto Firmino, Henderson, Firmino im guten Zusammenspiel, James Milner in der Mitte, schießt dann drauf, Hummels noch minimal abgefälscht und dann schlägt er im kurzen Eck ein. Roman Bürki hat eine verdeckte Sicht und dementsprechend kaum ein Vorwurf an dieser Stelle für den Schweizer. 10 Minuten vorm Seitenwechsel, nun nochmal der BVB über Hazard, der sich da gut durchdribbelt. Dann ist die Szene eigentlich geklärt, aber Van de Berg mit dem folgenschweren Fehler und Jadon Sancho, einer seiner Klasse, nutzt das sofort aus. Unglaublicher Querschläger. Schießt dann noch seinen eigenen Mann ab, Van de Berg, der Neuzugang, verursacht dann das 2:2, was auch den Pausenstand bedeutete. Im zweiten Abschnitt nun der BVB weiterhin mit sehr guten Offensivzeichen. Schon zur Anfangsphase des zweiten Abschnitts. Julian Weigel, Paco Alcácer, Hazard nochmal zu Paco Alcácer und Nico Schulz. Dann aus spitzem Winkel mit dem Linksschuss. Aber da ist der Brasilianer im Tor vom FC Liverpool schnell genug unten und kann den zum Eckball abwehren. Aber weiterhin die Elf von Lucien Favre besser drauf. Milner jetzt mal selber mit dem Fehler. Marco Reus und 3:2. Stunde gespielt, die erste Führung des BVB an diesem Freitagabend. Wir sehen's. Der ist gar nicht so platziert geschossen. Alisson Becker mit den Fingerspitzen noch dran, kann es aber nicht verhindern. Und nun spielten sie sich wirklich in einen regelrechten Rausch. Witze, Hämmer drauf. Und Alisson Becker, aktuell im zweiten Durchgang der beste Mann der Reds. Super Reaktion, fischt er da noch gerade so raus. In der Schlussphase wurde aber der FC Liverpool nochmal besser über James Milner. Roberto Firmino aus Spitzenwinkel jetzt auch mal. Und diesmal kann sich Roman Bürki auszeichnen. Muss er im kurzen Eck auch haben, ist klar. Dennoch eine sehr gute Reaktion. 90. Minute, ein letztes Mal der FC Liverpool. Shaqiri. Serdan Shaqiri, aber Bürki hält den Ball und damit auch das 3:2 fest. Eine richtig tolle Partie, 5 Tore und am Ende insbesondere mal wieder ein bärenstarker Marco Reus, der mit seinen 2 Toren dafür sorgte, dass man hier gegen Liverpool siegreich von dannen ziehen konnte. Der FC Erzgebirge Aue hat zunächst gegen die Hertha
aus Berlin getestet und nun auch gegen den ersten FC Union. Also beide großen Berliner Mannschaften damit abgehandelt. Bei allem Respekt vor BFC, Dynamo und Co. Aber hier waren die Lila Veilchen richtig gut aufgelegt. Und dann Tom Baumgart auch mit dem 1:0. 16 Spielminuten gerade mal von der Uhr. Philipp Riese mit der Vorlage und die Eisernen erstmal in Rückstand. Nun konnten sie aber auch ihr Offensivspiel mal auffahren. Manuel Schmiedebach, Bülter kommt erst nicht durch, setzt aber nach. Nochmal Bülter, diesmal kommt er durch. Geraldo Becker mit dem Ausgleich. 28. Minute. Die Fans des FC Erzgebirge konnten aber nach 45 Minuten im Großen und Ganzen dennoch zufrieden sein. Ein 1:1, was dann im zweiten Durchgang für offene Karten weiterhin sorgen sollte. Und der FC Erzgebirge Aue zog sich nicht zurück, sondern spielte weiterhin gut nach vorne. Die fangen ja nächste Woche schon an mit der Pflichtspielreihe in der zweiten Bundesliga. Hier hatten sie dann durch Calogero Rizzuto eine starke Möglichkeit direkt nach Wiederbeginn. Christian Gentner mit der Übersicht und Bülter im Zusammenspiel mit Ken Reichel. Starke Passstaffette, aber die Flanke von Ken Reichel ist wirklich unzureichend. Direkt in die Arme von Martin Mennel. Und in der Schlussphase kam dann nochmal der Gastgeber hier über Daferner. Die linke Seite stark besetzt. Riese leitet den Ball weiter. Parensen passt dabei erstmal auf. Jan Hochscheid und Nikola Sessa dann aus der zweiten Reihe mit diesem starken Flachschuss. 82. Minute das siegbringende 2:1 vom Pfosten noch abgefälscht. Nichts mehr zu halten. Und über die 90 Minuten hinweg gesehen geht dieser Sieg für den FC Erzgebirge auch so in Ordnung. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und tschüss.